Wir sind wieder zurück. Zurück? Da hinten läuft schon der Erste. Da kommen sie schon. Oh Gott. Hä, die laufen, als hätten sie in die Hose geschissen. Oh nein, und ein Geier. Tobi, den Geier kriege ich irgendwie nie hin. Ich mach das. Wieso greift er immer mich an? Alter, direkt mit einem Schlag. Natürlich kommen die. Oh, ich würde dir gerne irgendwie helfen, aber ich will da jetzt nicht mit hin. Ey, pass auf, lass reingehen. Das war jetzt nicht so gut. Müssen wir direkt hoch? Ja, ich gehe hoch. Ich verwende Bugs. Oh Gott, oh Gott. Achtung! Oh! Hey Tobi! Na? Hi Erik, oh. Na, hast du Spaß da unten gehabt? Hatte ich gerade Angst, oh. Oh! Alter, die kommen überall durch da unten. Die werden ja auch alles zerlegen, glaube ich. Ich hoffe halt echt nicht, dass das Haus einstürzt. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Mist, kann man unten Licht machen? Kannst du dich mit der Fackel mal irgendwo hinstellen? Ja, warte auf den Balken, der vor dir steht. Warte. Uah. Warte. Okay, das war keine gute Idee. Oh, Tobi, was? Hallo. Nein! Tobi, warum? Ich mach den scheiß Balken da drüben, Mann. Stell ich mich hier hin. Geht das? Oh, das ist gut. Die gehen da hinten immer drauf und versuchen sich da durchzuboxen. Ich treffe leider nicht immer allzu oft. Ja, gut, Pfeile sind ja jetzt nicht so teuer, oder? Naja, wir haben nur 80. Und da unten ist gut was los. Also den nächsten Blumen werden wir auf jeden Fall besser vorbereitet überleben, glaube ich, oder? Ja, ich denke auch. Jetzt haben wir ja mal eine Grundbasis geschaffen. Wobei ich glaube nicht, dass die Grundbasis hier noch lange halten wird. Das glaube ich auch. Boah, Alter, die laufen halt so durcheinander, dass ich halt nicht treffen kann. Die laufen halt echt lustig. Nee. Ich baller da halt einfach random in die Menschenmenge rein. Kommen da noch mehr? Also 8 pro Spieler und ich glaube, die kommen nicht intervallmäßig und alle auf einmal. Okay. Okay, ich habe noch 58 Pfeile. Ein paar sind schon down und die halten auch nicht so viel aus, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Geht eigentlich, ne? Oh, Alter. Ja, okay. Gibt's vielleicht eine bessere Location, von wo aus ich schießen kann? Fragen Sie sich nicht. Die sind halt echt schnell und dadurch, dass es so ruckelt, erwische ich die halt kaum. So. Yo. Oh, ich geh wieder auf. So, die Mutti ist down. Einfach alles kleinschlagen da unten. Hier kann ich so gut erwischen. Oh, noch ein Hund. Die springen auch mal sehr gerne auf diese Kiste da. Oh, ich habe nur noch 39 Pfeile. Oh, es sind noch ein paar. Ja, hab das aber unterschätzt. Ah, das kriegen wir hin. Der trifft halt auch oft daneben. Das ist ein bisschen doof, weil natürlich kann nicht jeder Pfeil sitzen. Das haben sie leider sehr realistisch gemacht. Auch wenn du zielst, kann nicht jeder Pfeil sitzen. Ja, leider. Je weiter die weg sind, desto weniger triffst du. Oh, das war der Hund. Jo. Ja, das war der Hund. Alter, der lebt immer noch. Der lebt immer noch. 5 Pfeile im Hund. Jetzt nicht mehr. Da sind, ich glaube, da ist noch eine Ladung reingekommen gerade. 23 Pfeile nur noch.
Okay, noch einer down. Es sei denn, der steht wieder auf. Okay. Boah, 19 Pfeile, Tobi. Ja, wir werden gleich Waffengewalt anwenden müssen, Erik. Klingt ja nichts. Ja. Nicht, dass der Pfeil Waffengewalt wäre. Nee, der Pfeil ist in Ordnung. Ah, fuck, das war... So. Alter, 13 Pfeile. Aber die zeigen Wirkung. Ich glaube, ein paar sind schon weg. Aber ich hätte trotzdem viel mehr davon machen sollen. Und ganz ehrlich, die Spikes haben genau nichts gebracht. Nee, leider überhaupt nicht. Wir hätten viel mehr davon gebraucht. Wir hätten den ganzen Boden hier mit Spikes auskleiden müssen. Habe ich vorhin auch schon drüber nachgedacht. Und vor uns halt nur so einen Weg, weißt du? Genau, genau, genau. Ich glaube, das wäre gleich ganz gut, weil die würden sich gegenseitig durch die Masse in die Spikes schubsen, weißt du? Ja. Das soll man vielleicht wirklich machen. Einfach ein paar Bäume jetzt für den nächsten Blutmond. Gehen die eigentlich dann wieder oder bleiben die für immer und laufen? Also wenn es Tag wird, meine ich. Ich habe absolut keine Ahnung. Das war mein letzter Pfeil. Hey, ich habe geskillt. Warte mal. Fressen die sich gegenseitig? Wo sind die hin? Ich glaube, so viel Glück haben wir nicht. Die sind hier vorne in dem Raum, glaube ich. Oder fressen die gerade die Wildschweine? Tobi! Wow! Bist du da noch drinne? Nee, ich bin oben. Ich bin einen hochgegangen. Und du? Ich bin rausgerannt. Okay. Ich lock die mal ein bisschen raus. Wie sind die denn hochgekommen? Ich hab keine Ahnung. Oh, die können aufeinander. Springen? Ja. So ein bisschen World War Z mäßig. Oh mein Gott. Oder ist gerade. Nee, ich glaube, die ist gerade nur gesprungen. Kommst du klar? Ja, ja. Okay, warte. Die springt immer wieder weg. Ah. Es läuft doch nicht immer weg. Dass sie halt immer so wieder so oft aufstehen, das finde ich halt schon echt assi. Dass sie wieder aufstehen? Ja. Oder dass sie so oft aufstehen? Dass sie halt echt so häufig wieder aufstehen, das finde ich schon krass. Lade nach! Die steht nicht mehr auf. Hey Tobi, da bist du ja wieder. Moin, ist hier oben clean. Ich bin ganz oben, ich bin Heckenschütz. Dieter Thomas Heckenschütz. Oh mein Gott, die Leiter ist kaputt. Oh mein Gott, ich bin gefickt. Die sind also irgendwie übers Vordach reingekommen. Ich kann leider noch auf Schatten schießen hier, wenn. Okay, ich sehe hier Leute laufen. Tobi, was machst du? Ich muss hier stehen, ich komme nicht mehr hoch, die Leiter ist kaputt. Das sind immer noch so viele irgendwie, ne? Ja, der kommt auch immer mehr. Aber ich dachte, es sollen nur 8 pro Spieler sein. Wahrscheinlich 8 mehr pro Spieler. Letzte 5 Schuss mit der Knarre hier, aber wir haben ja noch. Ah, fuck. Wenn ich die alle so gut investiere, die Schüsse, dann ist natürlich... Hey, ich bin wieder aufgelevelt. Soll ich dir Licht machen? Guck mal hier.
Oh nice. Okay, wir haben es fast geschafft. Hey, beruhig dich doch mal jetzt auf. Ja, warte, warte, warte. Mach mal wieder Licht. Mach wieder Licht. Hä, wo ist die hin? Hä? Ach, die ist unter uns irgendwo. Komm bloß nicht nach unten. Komm, ne? Komm aufs Dach, komm aufs Dach. Warte, warte. Kannst du sie erwischen? Ja, ja, ich treffe sie. So. Der war nice. Ja, das war nicht so gut, wa? Ja, Erik, komm bloß nicht da oben runter, ja? Wieso? Weil wir nicht mehr hochkommen. Oh, naja, Blutmond ist vorbei. Nein, die Leiter ist... Der geht ja nicht runter, die Leiter ist kaputt. Aber der Blutmond ist doch vorbei. Ich kann doch jetzt nicht für immer hier oben bleiben. Nein, aber wir müssen die Leiter erst reparieren, wenn wir jetzt von oben irgendwas brauchen. Aber wie reparieren wir die Leiter denn? Mit, warte mal, ach, wahrscheinlich mit dem hier, oder? Geht das mit? Oh, Alter, ey. Ich glaube, da fehlt ein ganzes Stück, ne? Die haben ein Stück rausgekaut da irgendwie. Oh, das ist eine Eisenleiter, ach nö. Ist das eine Stahlleiter? Ja. Oh, okay. Wo kann ich... Ich habe 5 geschmiedete Stahl, aber ich kann die hier nicht... Ach nee, warte mal, doch, Bullshit, das ist eine Holzleiter, aber ich habe kein Holz mehr. Deshalb. Hast du noch Holz? Ich mach grad. Okay, super. Wo ist die Holzleiter? Hier. Ich komm mal runter, ne? Da kommen sie mal an hier. Guten Tag. So. Oh, man braucht 2. Okay, warte. So. Alter, nächsten Blutmond, ne, Tobi? Okay, wir bräuchten auf jeden Fall eine Lichtquelle hier drin und wir brauchen ganz viele Spikes. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich habe fast das Gefühl... Wie sind die denn hier hoch? Sind die auf die Spikes geklettert und dann hier drauf? War das vielleicht ein Fehler, die Spikes da hinzustellen? Weil, wie können die sonst hier hochgekommen sein? Ah, hier drinne. Hier, hier. Und dann gib ihm. Krass. Oh, wie gut eigentlich, ne? Die sind nicht dumm. Das sind keine Walking Dead Zombies. Oh, durchsuche Rucksack. Hier ist ein Rucksack. Ein muffiger Rucksack ohne was drin. Cool. Ja, die sind auf jeden Fall... Das war auf jeden Fall schlau. Dafür, dass sie sonst immer so dämlich sind, war das schon sehr cool. Boah, die haben einfach jede Wand hier fast rausgerissen, ey. Krass. Kann ich hier Pfeile eigentlich wieder... Ja. Ja, ich glaube, wir brauchen was Steiniges. Wir brauchen eine Steinwände oder Eisenwände. Krass. Boah. Aber, was man also sagen muss... Die verstärkten Wände stehen aber noch. Hm? Deine Spikes stehen auch noch. Ja, das stimmt. Das, also eigentlich waren die vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ist halt blöd, dass die genau an dieser Stelle hier durchgebrochen sind, wo halt nur eine Reihe war und hier war kein Zaun. Yeah, ja, das war vielleicht ein bisschen doof. Aber vielleicht waren die auch so schlau und haben sich einfach die schwächste Stelle gesucht. Ja, das weiß man halt nicht, weil dumm sind die scheinbar nicht, die Zombies. Die wissen schon, was sie machen. Das glaube ich auch. Okay, Schweine sind noch am Leben. Ja, außer sonst greifen die an, glaube ich, ne? Wenn man da zu nah rangeht. Unsere verstärkte Wand steht aber auch noch. Komplett. Echt? Ist sie noch da? Die haben sich nur durch die schwache Wand hier durchgegraben. Vielleicht aber auch. Vielleicht wussten die es aber auch. Krass. Ich glaube, hier haben wir den Fehler gemacht, hier haben wir die Wände nicht verstärkt oder so. Oder vielleicht haben sie es runtergeprügelt? Nee, ne? Nee, nicht hier, nicht so gerade. Nee, hier war auch nur eine ganz normale Holztür drin. Puh. Oh, das war jetzt der Blutmond? Ich brauche Eisen. Das ist ja enttäuschend, also ganz ehrlich. Ja, ist ja wirklich, also da habe ich mir jetzt aber wirklich ein bisschen mehr erwartet. Ja, also sorry, muss ich mal sagen, ne Tobi, also da sind wir einfach zu gut für sowas. Ja, absolut. Ist schon, naja gut, war sicher nett gemeint von den Entwicklern. Boah, aber wir haben unseren ersten Blut, wir sind nicht gestorben. Das stimmt, das war das gut. Muss auch mal lobend erwähnt werden, das Problem ist nur... Wir brauchen jetzt wieder Muni. Wir müssen unbedingt Muni sammeln und wir müssen diese Woche jetzt, die kommende Woche in-game, müssen wir damit verwenden, wirklich die Werkbänke zu machen, bla bla bla. Und die Frage ist, wollen wir hier bleiben oder wollen wir uns vielleicht einen anderen Ort suchen? Eventuell.
Ja, welchen Ort halt, ne? Das ist halt die Frage. Das Ding ist, wir müssten jetzt, wenn, also losziehen und einen neuen Ort suchen und aber gleichzeitig den hier befestigen und ready machen für den Blutmond. Das ist eigentlich fast nicht machbar. Ja, oder einen neuen Ort finden und den dann befestigen. Ja, aber das Eisen hast du komplett benutzt, ne? Stimmt, ja, ja. Nee, war da nicht noch was übrig? Nee, irgendwie nicht so. Warte mal, wow. Ist doch nicht wild. Ist das nicht hier? Doch, hier ist doch noch drin. 140. Ja, wie viele? Ach so, okay, warte. Hab ich nicht gefunden. Okay, warte, Holzleiter. Ich mache eben hier zwei Holzleiter noch. Hier kommt man nämlich nicht mal hoch. Ich glaube, auch wenn ich hier fertig bin, kommt man da nicht hoch. Oder? Mal gucken. Ah, doch, kommt man. Cool. Man kann, also die kommen Holzleitern ja eh nicht hoch, aber man kann auch Holzleitern craften, also so anbringen, wo man selber nur mit Sprung hochkommt. Das ist auch keine schlechte Idee. Die müsst ihr hier eventuell irgendeinen Weg finden, da hochzukommen. Glaub mal, ey. Das ist richtig schlau. Wo ist denn hier Eisen in der Kiste? In der linken Kiste. Oben. Ach da, 140, die habe ich gar nicht gesehen. Okay, dachte, die wäre noch in der ersten Kiste. Was wollte ich craften, sag mal? Das. Mit Eisen? Was soll ich denn? Eisen. Ich wollte reparieren. Ich wollte die Wand verstärken mit dem Eisen. Aber die Frage ist, bleiben wir hier oder ziehen wir weiter? Ich weiß es halt auch nicht. Ist so eine eisenverstärkte Wand, ist die besser als Stein? Ich glaube schon, oder? Weil sonst könnten wir halt wirklich hier drin bleiben. Oder hier zumindest erstmal unsere Base machen und später weiterziehen. Weil wir haben hier noch eine ganze Stadt zum Erkunden. Also ich hätte jetzt auch gesagt, dass wir erstmal hier bleiben und das vielleicht wirklich mit Stein und Eisen da irgendwie alles befestigen. Zumindest unten. Und hier oben okay, vielleicht. Okay, okay. Ich spiele mal Klavier, ich muss mich beruhigen. Nee, es ist doch nicht alles stehen. Oder? Nee, ach, das war ich hier. Das habe ich ja gemacht. Warte mal. Okay. Oh. Kriegt man eigentlich jetzt irgendwas als Belohnung, wenn man das hier überstanden hat? Als ob. Oh, wir können richtige, guck mal, wir können richtige Eisenwände machen. Wir können den ganzen Bauernhof hier aus Eisen. Wenn wir genug Eisen haben, können wir uns hier mit Eisen, guck mal hier, die Wände. Sind auf Eisenhöhe verstärkt. Oh, cool. Das ist nice. Das heißt, ich gehe in die Stadt und sammle Eisen. Nachdem ich ein bisschen was abgelegt habe, weil ich habe Zeug dabei. Ja, da gehe ich gleich mit. Ich kann mal ein bisschen Holz holen. So, zack. Und dann können wir vielleicht die nächste Zeit damit verbringen, unsere Base zu verstärken und hier vielleicht auch ein bisschen auszubauen. Das mit den Leitern und so, das ist ja alles noch doof. Und die obere Etage mit dem komischen Balken darüber ist irgendwie auch noch komisch. Gibt's hier eigentlich Dings? So. Tobi? Ja. Sag mal, so ein Balken. Hier so ein Schwebebalken in der Mitte, ne? Ja. Das ist ja die einzige Verbindung von A nach B hier oben. Richtig, richtig. Das heißt, wenn Zombies uns angreifen würden in der Höhe und wir würden denen einen Weg bauen, dass die da lang kommen, wo wir das wollen, weil ihr IQ gibt ihnen das vor, dass sie uns über den Balken direkt erreichen können. Dann könnten wir doch quasi den Balken auch schützen mit Spikes oder sonst was, dass die da nicht einfach durchkommen. Und wir könnten die theoretisch da easy runterschießen, sodass die den gleichen Weg nochmal von vorne gehen müssten. Ne? Die müssten wieder dann dahin laufen, nach oben gehen, bla. Wieder nach oben gehen, bla. Wir hätten die also da, wo wir die bequem runterschießen können. Einer von vorne oder beide von den Seiten vielleicht irgendwo. Die Seiten sind nicht verbunden. Ne? Dass wir dann hier quasi so an der Seite stehen und immer bum, 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 immer reinholzen können. Aber meinst du, die kommen hier oben hin? Ich weiß es nicht. Wir müssten da hinten, wo du gerade stehst, das Fenster ausbauen und einen Weg irgendwie dahin bauen, der sehr lang ist vielleicht, aber der führt direkt zu uns, ohne Hindernisse. Ich weiß nicht genau, wie die ticken, ob die das raffen dann. Also ob die das dann so machen, ob die so programmiert sind, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß ja nicht, ob es Sinn macht, die sich hier reinzulocken, ne? Zumindest die zu steuern. Einfach so gucken, dass man steuert, wo die lang gehen. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht dumm, ja. Das stimmt. Wenn sie denn dann durchgebrochen sind, dass man sie hier irgendwie, ja, doch, das ist... Genau. Das ist gut. Das Weil die haben sich ja, die haben sich ja auch ihren Weg gesucht, die haben sich militant geschaffen, diese Unholde. Du brauchst für so Eisenwände auch Holzrahmen wahrscheinlich, ne? Ja, genau.
Wir könnten auch doppelte Eisenwände machen, das geht natürlich auch alles. Wenn wir draußen komplett die Wand mit Spikes belegen und dann doppelte Eisenwände, dann müssen die halt ewig, das dauert ewig, bis sie ja durch sind. Stell ich mir zumindest mal so vor. Bin mir nicht ganz sicher. Ich mach mal die Heidelbeeren und so, mach ich mal auch mal hier unten rein. La. So. Sonst trage ich immer mit mir, das ist natürlich doof. Den Schlafsack muss ich mal loswerden. Wasser würde ich gerne noch behalten. Das Fleisch hast du gegessen, ne? Ja. Nee. Ne? Ich ernähre mich nur von Mais, Erik. Riechst du das nicht? Ach so. Eigentlich, da war noch Fleisch auf dem Grill eigentlich. Okay. Naja, ist auch nicht so wild. So, Steinpfeile. Ich mache mir auf jeden Fall noch eine Menge Steinpfeile. Also hier unten wieder einfach zumachen, ne? Wahrscheinlich. Genau. Was ich aber erstmal mache, ist natürlich ein bisschen Eisen holen, glaube ich. Ja, da gehe ich gleich mit. Kleine Runde in die Stadt. Und wir bauen uns den Schuppen hier einfach komplett so um, wie wir den haben wollen. Oh, das war schlecht. Achso. Und außen, ich glaube, nach außen hin würde ich die wirklich doppelwandig machen dann. So. Ich gehe schon mal, ne? Ja, ich komme. Was zu essen? Nö. Hast du was zu essen dabei? Nee, ne? Wahrscheinlich auch nicht. Nö, ich hoffe, dass wir da was kriegen. Okay. Vielleicht vorher was essen sollen. Ich komm. Alles klar, ich trink mir was. Bist du das? Heute ist schön ruhig, ne? Heute ist ein schöner Tag. Bisschen trübe, finde ich, so vom Wetter her. Hätte ich mir gewünscht, dass nach so einem Blutmond richtig schön sonnig ist, aber nur um das Gemüt wieder so ein bisschen aufzuheizen, aber naja, kein Alarm. Da machst du nix, Erik, da machst du einfach nix. Ne, steckst nicht drin. Steckst sie nicht drin. So. Ach so, wie soll ich eigentlich regeln? Sag mal, wir haben momentan an, dass Zombies immer wieder neu spawnen. Also nicht, die, ne, wenn wir die umgebracht haben, spawnen die nicht neu, aber random spawnen immer mal wieder neue Zombies in der Welt. Also hier in der Stadt zum Beispiel. Soll ich das lieber regeln, dass was wir umgebracht haben, bleibt weg, was ein bisschen realistischer ist? Oder soll ich so lassen, damit wir ein bisschen mehr Herausforderungen haben und vielleicht ab und zu mal Loot kriegen von denen? Ja, das ist schwierig jetzt, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nämlich auch nicht. Wenn ich ehrlich bin. Wir können doch mal die Zuschauer fragen. Liebe Zuschauer! Ja, wie sollen wir es handeln? Wir wissen es nicht. Ne. Bist du das? Ja. Ah. Ich höre so eine Ferne. Bing, bang, bung. Ich klingel gerade mal freundlich. Ja. Ich hab leider zu wenig Ausdauer gerade. Ich hätte vielleicht doch was essen sollen, bevor wir los sind. Ja, Ausdauer ist bei mir auch so ein Problem. Also ein Dauerproblem immer, ne? Ja. Nervig. Hey, du hast ein Essen. Curry stream wieder. So. La 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 la. Eisen, Pupeisen. Boah, nice. Ein Auto weg. So. Mal küken. Ich gehe jetzt mal nicht in die Häuser rein. Ich hole mir erstmal nur die Autos hier. Schöne Häuser, so schön aus Stein. Oh. Meinst du, die kann man... Wenn ich das mal wüsste, Tobi. Wahrscheinlich mit einer Spitzhacke, ne? Aber ja, ob man da. Ja, kriegst du wahrscheinlich auch nur Steine draus. Okay. Ich glaube, mit Eisen, so ein Eisenhaus ist, glaube ich, schon besser, oder? Aber ich glaube, das kostet wahrscheinlich sehr viel Eisen auf Dauer. Oh, und offenbar, wenn man laut ist, wenn man so ein Auto auseinandernimmt, dann kommen Zombies. Oder bist du das gerade? Das bin ich gerade. Ah, okay, ich sehe schon. Ja, vergiss es. Vergiss meine Aussage. So, ich mache hier gerade den ADAC. Okay, der eisenverstärkte Knüppel war halt echt ein gutes Investment, glaube ich. Der zwiebelt gut weg, wa? Ich hatte mal einen. Was denn? 14 geschmiedetes Eisen gefunden. Boah, geil. Nice. Wir haben sogar schon welches. Boah. So. Oh, Kleber. Hey, geil.
Etzala geht's los. So. Leg die nieder. Ich wollte keine Häuser durchsuchen. Und wo bin ich jetzt? In einem Haus. Ja, ich bin auch im Haus. Also ich bin noch nicht drin, aber ich bin auf dem besten Wege, wie ich mich kenne. Oh, Lampen kann man auch auseinandernehmen. Cool. Kriegt man nur nichts. Kriegt man da was? Weil die Animation auch da ist. Irgendwie nicht. Ich bin hungrig. Ich traue mich nicht hier reinzugehen, weil das so endgültig aussieht. Okay, zwei Powerschläge mit der eisverstärkten Dings und dann sind die down. Oh, das ist sehr gut. Durchsuche Pappkarton. Eine Dose. Wieso bin ich denn gerade so langsam? Ach, ich war in der Hocke. Boah, da findest du mal so einen schön versteckten Rucksack und dann ist da natürlich nichts drin. Kruzifix noch einmal. Hä? Ich treffe mit dem Knüppel nicht. Nee? Oh, auch noch Stamina. Oh, oh. Okay. Wenn man trifft, dann trifft er aber richtig. Oh ja. Ja, der macht gut Damage, glaube ich. Darf ich mal durch die Damen? Vielen Dank. Ist noch jemand? Ne. Okay, ich mach trotzdem mal wieder Fackel, dass ich mal was sehe hier. Okay. Huh! Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Die Children sind leider sehr schnell. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich höre dich. Oh, die hat mich sogar getroffen. Das ist nicht gut. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Hast du Spaß? Boah, habe ich mich gerade erschrocken, weil ich habe die Tür zugemacht, gerade da war niemand. Dann habe ich die Tür aufgemacht und dann stand der da auf einmal im Türrahmen, Alter. Boah. Schön. Okay, gut. Alte Schwabbelbacke. Hey. Level up. Ich habe 3 Fertigkeitspunkte, die ich verwenden kann. 3 Fertigkeitspunkte. Hier gibt es also auch Eisen. Mit dieser Schraubzwinge kannst du halt von 1000 Sachen Eisen rausziehen. Okay, es ist halt asi, dass du halt echt weit weg bist und der dich trotzdem noch trifft. Ja, und wenn du nah rangehst, triffst du selber aber nicht. Ja, genau. Wenn du nicht absolut präzise timest. Okay, ich muss halt echt was essen. Bürostuhl aufheben. Ich habe nichts zu essen gefunden, ich werde hier innerlich probieren. Okay, mit der Schraubzwinge kann man auch Bürostühle auseinandernehmen. Echt? Und Tische, glaube ich. Lol. Bringt das was? Aus Stamina. Nein. Ja. Ich muss leider, tut mir leid. Oh, jetzt geht's los, Tobi. Jetzt hast du alle auf der Seite. Ich hab 6 HP noch. Was? Was machst du denn da draußen? Ich kämpfe, Erik. Um dann überleben? Das auch, ja. Wieso finde ich mal Toiletten in diesen Dingern? So, hier. Waschmaschinen leben länger mit Kalgo. Ist das gesponsert? Von Colgate. Kalkon. Oh, bei Waschmaschinen kriegt man ab und zu Eisenrohre. Also diese kurzen Eisenrohre da oder Bleirohre, was immer das ist. Oh, cool. Cool. Das ist ja geil. Also ich verwerte gerade das ganze Haus hier wieder. Wenn ich mal mehr Ausdauer hätte. Boah, leider ist das... Okay, wir müssen dringend gucken, dass wir die selber herstellen können, diese komischen Schraubschlüssel. Wir brauchen nur Erde. Ja. Weil die leider echt schnell auseinandergehen. Weil ich habe schon ein paar Schraubschlüssel gefunden, tatsächlich. Aber irgendwie nur sehr wenige, ne? Ja, es könnten mehr sein, da hast du... Oh, wenn man Toiletten auseinander nimmt, kriegt man auch Stahl dazu.
Zumindest bei der Industrietoilette hier gerade. Oh, nice. Ich krieg sogar hier. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Das lohnt sich, glaube ich, noch am ehesten. Wie viel Eisen habe ich jetzt? Wo sind das? 272. Geht ja. So. Ich glaube, ich muss mal wirklich was essen. Ich höre dich. Die Mülltonne bringt leider nichts. Enttäuschend. Wir sind einfach ein Abrissunternehmen. Was willst du machen? So. Wäschekörbe kann man mit dem Ding auch kaputt schlagen. Kriegt man auch was raus. Oh, nice. So. Oh Gott. Oh, 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 mein Ding ist kaputt. Was? Reparieren, was braucht man dafür? Okay, den habe ich zu Hause. Okay, um das Ding zu reparieren, da braucht man gegossenen Stahl oder was das ist. Oh, alles klar. Das war's schon. Boah, diese Knüppel sind halt echt krass. Ja, die sind echt nice. Oh, der hat mich erwischt. Das geht's aber nicht. Was, Erik, was? Ich habe nur noch 103 HP, Tobi. Ich bin fast tot. Boah, die Knüppel sind der Shit einfach. Ich suche altes Waschbecken. Oh, hab gerade eine neue Schraubzwinge gefunden. Oh, und eine Miso-Suppe. Gott sei Dank, die kann ich gleich mal essen. Und Bier. Das finde ich gut. Ich werde es wahrscheinlich bald trinken müssen, wie es aussieht. Okay. Ich gehe mal weiter. Ich gehe weiter rein. Bin leider schon sehr überladen. Ich bin auch ultra überladen. Hä? Nein, von wo kommt die denn jetzt? Die ist einfach hinter mir gespawnt. Nein. Hier war doch niemand. Boah. Oder habe ich die übersehen in der Ecke? Oh. Ich verblute langsam. Ah, zum Glück. Hä, lass die. Hä, mach's mal auf die. Alter, kaputt zu machen. Ich dachte schon. Oh nein, die kommt hier runter, ne? Uha! Tut mir leid, aber da will ich nicht runterstehen. Oh, es ruckelt gerade ganz extrem. Uha, bitte nicht ruckeln. Ach, what the fuck. Oh, wieder Loot. Sag mal, findest du eigentlich keinen Drop Loot bei dir? Nee. Vitamine habe ich gefunden. Was war das denn? Boah. Was machen die denn da? Als würden die irgendwas essen da oben. Ich glaube, die schlagen sich durch die Wand. Boah, Tobi, ich bin so überladen gerade. Ich überlege auch gerade schon, ob ich mal einmal eine Lade vielleicht mal zurückbringe. Was war das denn? Was, ein Blitz? Mhm. Hast du gerade nicht gesehen? Oder ist der gerade... Oh, da ist gerade ein Zombie auf eine Tretmine getreten. Hier ist alles explodiert. Und da liegt jetzt nur noch ein Lootbag. Oh. Oh, der okay. Arme. Mein Mitleid hält sich komischerweise in Grenzen. Hä? Du bist ja herzlos. Hey, schon wieder Level up. 4 Fertigkeitspunkte. Geht schnell. Oh nein. Oh, puh. Puh.
Okay, erst sichern, dann looten. Irgendwann lerne ich es noch. Tobi, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich sammle hier gerade fröhlich Eisen. Ich habe eine Straßenlaterne kaputt gemacht. Oh, das cool. Gibt viel Eisen. Ja? Ja. Nice. Ja, gut, ich muss ja mal ein paar Buchhalter. Ich muss mal ein paar Buchhalter hier wegrotzen. Sind Zwillinge. Aber auch beide gleich scheiße. Ja, gut, das, dann haben die ja natürlich auch nichts verloren. Nee. So, ich glaube. Boah, bin ich überladen. Ich bin so überladen, Tobi. Ich bin hoffnungsvoll überladen. Hoffnungslos. Ja, ich glaube, ich bringe auch mal ein bisschen Stuff zurück. Das hat gar keinen Sinn. Muss ich auch bald mal machen. Das kann auch noch eine ganze Ewigkeit dauern, bis ich zurück bin. Ich kann nämlich nicht mehr rennen. Ja, geht mir genauso. Mein Inventar ist komplett voll. Ich habe keinen freien Slot mehr. Oh Gott. Oh. Ja, ist nicht so gut. Und wir sind doch schon wieder bei 36 Minuten. Ich wollte nur sagen. Ach so, ja. Alles klar. Okay. Warte. Wo sind hier... Oh nee, Samin, ich habe das nicht mitgenommen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Da kommt jetzt aber kein Zombie gerade, oder? Oh nein. Wo sind die Schraubzwinge? Ich habe noch eine Schraubzwinge gefunden in dem Rucksack oder irgendwo drin. Da. Oh Gott. Schraubenschlüssel, Entschuldigung. Konzentrier dich bitte jetzt mal. Ja, wie unauffällig die da auch drinstehen manchmal. Wenn die Zombies dann in der Warteposition sind. Ja, aber wirklich. Hä? Hä, wie hat er mich getroffen? Voll die langen Arme. Ja, die sind alle Masupilami. Ja, aber wirklich. Somewhere over the rainbow. Okay, das kann ich alles mitnehmen. Hab schon 3 Topfpflanzen. Bei mir ist Topfen auch meins verloren. Die können wir gebrauchen. Scheiße, ich komm nicht mehr über unseren Zaun gesprungen. Oh. Oh, wollen die Zombies alle zu mir, die ich da draußen höre? Das wäre nicht so gut. Herausforderung. Nagel ein paar Hühner. Was? Die ist von Clan von Slick Willy. Ich kann leider nichts mehr nehmen. Ja. Stahlfall, Dose Hundefutter. Die würde ich einfach benutzen direkt. Ich habe immer noch Hunger. Kann ich hier irgendwas liegen lassen? Ich trinke mal ein Bier. Gönn dir doch mal, Erik. Mach ich auch jetzt. Habe ich auch mal gemacht. So, ich lese mal kurz. Hallo Freund. Wenn du diese Notiz liest, weißt du, dass wir dich beobachtet haben. Wir suchen nach neuen Rekruten und ich denke, du hast, was wir brauchen. Erledige diese kleine Aufgabe und vielleicht machen wir Platz für noch ein Huhn in unserem Hühnerstall. Außer du bist ein feiges Huhn. Hahaha. Glatter als eine eingefettete Gänsescheiße, Willi. Was? Töte ein paar Hühner. Okay, ich mach mal akzeptieren. Was? Du kannst sogar eine Hühner... Was? Du kannst sogar eine Hühner töten. Hühner sind böse. Das weiß jeder, der Minecraft gesehen hat. Niemand sollte Hühnern trauen. Ja gut, da gebe ich natürlich von Grund auf recht, aber trotzdem, es ist doch Hühnchen, Erik. Schmeckt lecker! So, die Erbsen esse ich auch mal direkt. Dose Erbsen. Okay, ich muss langsam wieder zurückkommen. Ich gehe sehr langsam wieder zurück. Oh Gott, das kann dauern. Ja, ich bin gerade auch schon hierher geschlichen. Ich nehme nur Eisen mit. Mit einer tolle Kronk. Ja. Oh, was ist das denn? Farbe braun. Farbe braun, okay. Wieso? Nee, komm, ich lasse das hier liegen. Alles, den Rest durchsuche ich später. Da muss ich halt nochmal wiederkommen. Ich würde gerne mal wissen, ob man diese Bilder auch abbauen kann. Mit den Gesichtern immer. Ich hoffe aber, dass die kaputt gehen, wenn man sie abbaut. Ja, bitte. Das wäre mir auch persönlich sehr wichtig. So, Waschmaschine nehme ich noch mit. Er ist aber schon completely down.
Und draußen sind Zombies, glaube ich, die versuchen reinzukommen. Ich muss sie halt irgendwie großzügig umschiffen gleich, weil ich kann halt echt nicht mehr rennen. Ah, doch, ein bisschen rennen kann ich noch. Ganz kleines bisschen. Oh, ich muss Alter, und die Gesundheit. Oh. Alles heute. Ach, danke. Leerer Pappkarton und hier. Oh. Ich frage mich, wo die sind. Ich höre die ganze Zeit, aber... Hey, Snowberry Plant wächst auch hier offenbar, okay? Ja, habe ich vorhin auch eine gefunden, auf jeden. Cool. So, du bist in der Richtung, 300 Meter. Naja, oh, es fängt an zu regnen, Tobi. Mist, jetzt gerade, wo ich loslaufe, fängt es an zu regnen. Ist doch immer das Gleiche, ich habe keinen Schirm mit. Ah, kannst du mich bitte abholen aus der Stadt, Mutti? Nee, geht grad gar nicht. Aber ich kann dir trotzdem entgegenkommen, was du vielleicht Ärger kriegst. Nee, hier ist alles ruhig. Da war vorhin ein Zombie. Ja, irgendwo schlägt hier auch noch einer gegen eine Wand. Sehr erbost. Jetzt ist auch neblig. Bleib mal lieber zu Hause, Wetter ist gerade echt scheiße. Ich gehe gemütlich hier durch die Straßen Fukushimas nach Hause. Oder würde ich wirklich gerne mal rumlaufen. Also, vielleicht, ich weiß nicht, braucht man einen Schutzanzug? Wahrscheinlich, aber würde ich mir echt gerne mal angucken. Wie das heute aussieht. Nee, braucht man nicht. Nee, okay, let's go. Nee, braucht man nicht. Ich war da schon. Das ist noch so ein riesiger Müll. Kann man den vielleicht noch mitnehmen, so testweise? Ich will nur mal gucken, ob es geht. Oh, wir sind schon mal 40 Minuten. Ja, das stimmt. Also vielleicht sollten wir... Lauf noch nach Hause. Jetzt läufst du in der nächsten Folge auch noch hier rum. Okay, ja, das stimmt. Also ja. Du musst ja bestimmt mal pipi. Du hast ja vorhin schon pinkeln müssen. Ja, gut, aber man überlebt es natürlich auch, ne? Das ist so. Natürlich nicht. Okay, ich versuche mal zu rennen. Geht sogar ein bisschen. Sagen wir mal, ich renne nicht, ich gehe schnell. Ich gehe mittelmäßig schnell. Ich erhöhe meine Schrittgeschwindigkeit. So, warte. Ich bin die 30er-Zone auf dem Nürburgring gerade. Jeder Zombie ist wahrscheinlich schneller als du. Wahrscheinlich. So, ich bin gleich da. Ja, nice. Und ich bringe feine Sachen. Wie viel Eisen habe ich jetzt eigentlich? 447. Cool. Boah, was? Da können wir nochmal zwei Wände verstärken. So. Also ich glaube auf jeden Fall bis zum nächsten, wenn wir hier bleiben, dann werden wir bis zum nächsten Blutmond, bis zum nächsten Blutmond die Base auf jeden Fall gesichert haben. Schreck mich doch nicht. Ich habe die ganze Zeit nach dir geguckt. Ich saß da oben auf dem Hügel. Das ist super lieb. Ich hab auf deinen Fall gar nicht geachtet gerade. Ich habe gerade nur überlegt, wenn man jetzt die Wände verstärken, außenrum die ganzen Spikes machen. Um den Schweinestall mache ich mir noch ein bisschen Sorgen, aber ich glaube, die greifen keine Tiere an, wie es aussieht. Das ist ganz gut. Du kommst aber, glaube ich, nicht drüber, ne? Ja, ich kann sogar noch springen. Obwohl ich das Inventar komplett voll habe und völlig überladen bin. Hä? Wieso ging das bei dir nicht? Ist ja eine Frechheit. Ich bin da nicht drüber gekommen gerade. Oh, hast du schon eine zweite Reihe gebaut? Oder? Nee, ich habe erstmal nur die erste Reihe vorgebaut. Ah, okay. Soll ich da einfach nochmal davor welche setzen? Oh, Mami! Oh, das sind mehrere. Vorsicht. Wow. Du bist tot? Ja, ich war schon fast tot. Alles gut. Hab alle erledigt. Ich glaube, ich bin selbst in die Spikes gelaufen, wie die. Aber dann helfen die zumindest, das ist gut zu wissen. Toll, Erik. Was denn? Danke, Tobi, dass du das extra getestet hast. Ja, ist gar kein Problem. Ich kenne mal. So, ich gehe hier mal mit 30 km/h. Ich wünschte, ich würde 30 km/h gehen. So, bin oben. Ich glaube, wir werden bald mehr Kisten brauchen, wenn das weiter so geht, ne? Das ist doch gut. Das heißt, wir haben genug Zeug dabei. So, ich gucke einfach mal, was hier alles reingeht.
Eisen auf jeden Fall nicht. Boah, 1000 Benzin, 1400 Benzin. Boah. Okay, na, wenn es denn sein muss. Kleber geht da nicht mehr rein. Was denn? Achso, halt so. Ist aber nicht klar. Ich habe wirklich auch eine Maske mit übrigens. Oh, so eine Houdini-Maske? Ja. 77 Messing. Angelblei habe ich gefunden. Und ich habe 4 Topfpflanzen mitgenommen. Ich weiß nicht mehr warum. Aber die standen halt rum. Ich konnte die ja nicht stehen lassen. Absolut. Ja, das ist sicher verständlich. Also jeder versteht das hier. Nee, warte. Ja, die kann ich, die Jetons kommen noch rein. Hier kommt Ditte rein, die Glaskrüge kommen drüben rein. Eisen packe ich erstmal hier rein. Einfach nur, um Inventar leer zu kriegen. Kleber kommt auch hier rein. 7 Kleber übrigens. Oh, nice. Und Leder. Also die ganzen Couchen, Sofas und sowas kann man alles kaputt holzen. Warte mal, Cash kommt drüben rein. Wir haben jetzt 722 Cash. Ich habe 422 gefunden gerade. Ich weiß gar nicht warum. Da können wir zu dem Typen hinlaufen, ihm das zeigen und dann wieder weggehen. Mm, ja, genau. Woanders der kaufen. Der kriegt auf jeden Fall nichts von uns, Arschloch. Hat uns einfach rausgeschmissen. Was ist das? Das war ein richtiger Arschloch-Move. Ja, aber richtig. So, Topfpflanzen. Vitamine, ich habe 5 Vitamine. Ich packe die in die Essenskiste. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen werden. Oh, schnell gehen. Ja, hey Tobi. Hey. Geil. So, Vitamine packe ich mal da unten neben die Gläser. Ich hätte mal eine Kartoffel da neu gelegt, gell? Sehr gut. So, 8 trübes Wasser, 16 Glaskrüge haben wir wieder. Das ist sehr gut. Ah, Kartoffel, warte. Ja, sehr gut. Die kann ich nämlich auseinandernehmen. Ich habe da schon ein Seed hingelegt. Also, ich habe auch ein Kartoffel-Seed da reingepackt, ne? Ja, ja. Ich baue die auch trotzdem auseinander, ne? Ja. Können die ja. Saatkartoffel hier. Du, ah, man braucht 4 Kartoffeln für ein Seed. Leck mich da am Arsch. Zum Glück überhaupt nicht übertrieben. Nee, gar nicht. Schöne Scheiße. Okay, ein Ei. Die anderen Sachen habe ich leider alle selber gegessen, weil ich brauchte dringend die Ausdauer. Jetzt habe ich noch einen weiteren Stahltopf, den tue ich auch mal hier rein. Was irgendwie nicht geht. Hä? Warum kann ich denn da keinen Stahltopf? Zu nutzen E drücken. Hä? Oh, alles klar. Hier brutzelt noch Essen. Oh. Ich habe einen Kochtopf in den Output gelegt. Warte, ich leg dir die Maske mal eben hier hinten rein, ne? Ja. Und da tue ich auch erstmal die MR10 rein. Weil ich die momentan eh nicht brauche. Dann sparen wir lieber die Muni und ich momentan den Platz. 7,62er Patronen. Braucht die, ne? Ja. Okay, so. Stahlbolzen. Eisenhelm ist unten, den anderen Helm hättest du auch schon nehmen können. Den brauche ich eh nicht. Die ist schön. Kalt sich direkt auf. Cool. Haben wir hier so einen kleinen Bondage-Verein, wa? Jetzt weiß ich, warum das Fleisch nicht zu sehen war, weil es einfach noch nicht gemacht wurde. Was denn? Sammelst du Spenden oder was? Hast du das. Also habe ich die Maske bei dir auf? Nein. Okay. Jetzt? Nein. Okay, dann dauert es einen Moment. Okay. Ja, wollen wir langsam eigentlich. Ich habe nämlich meine Skisonnenbrille genau über der Maske drüber. Oh, jetzt hast du sie an. Und das mit der Sonnenbrille sieht wahnsinnig cool aus, ehrlich gesagt. Ich hätte auch gerne eine Skisonnenbrille. Sieht richtig cool aus. Die sucht ja. Boah, nice. Und die Masken sehen eigentlich auch ganz nice aus. Man sieht ein bisschen aus wie ein Maulwurf oder so. Ja, das stimmt. Mit Iro-Käse. Oh, lecker. Den esse ich am liebsten. Ne, das ist der beste Käse. So. Okay, Pfeile wollte ich noch machen mit der Feder. Das würde ich gerne noch machen. Ansonsten, ja, Folge ist wieder bei 40 Minuten. Geil. Haben wir wieder gut hingekriegt. Ja, das ist so Folge schon bei 50 Minuten. Mist. Okay, und wir müssen halt trotzdem nochmal in die Stadt. Also ich würde gerne in der Stadt weiter alles abbauen, alles suchen, alles Eisen mitnehmen, was wir kriegen können. Und dann basteln wir uns die Base hier richtig zombiesicher. Ja. Das wäre so irgendwie der Plan. Okay, und wir müssen die Workbench auf jeden Fall machen und gucken, was wir daraus dann basteln können. Geil. Ja. Okay, Tobi, dann vielen Dank und wir sehen uns nächste Folge, ne? Genau. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao mit V. Tschüss.